Also heute ging es zum Teambuilding. Das ist eigentlich richtig cool. Also ich habe schon immer gehört von den Älteren, ja, das ist richtig schön und so, habe es mir aber nicht so cool vorgestellt. Lamilux hat es veranstaltet. Wir lernen hier, wie man im Team agiert, was man zu beachten hat und fördern spezielle Eigenschaften von uns eben. Ja, das Teambuilding machen wir quasi jedes Jahr im Rahmen unserer Einführungswoche für unsere neuen Auszubildenden. Und ja, wir sind bei schönstem Wetter heute unterwegs gewesen und haben so diverse Aufgaben gemacht. Also da gab es dann noch ein Spiel, das wie so ein Spinnennetz sozusagen. Jeder musste durch ein Kästchen durchgetragen werden sozusagen. Und man durfte das Netz nicht berühren mit gar keinem Körperteil. Und man hat als Team versucht, jeden einzelnen Mitspieler durch das Netz durchzuheben. Das war dann eben auch kompliziert, weil wir erstmal herausfinden mussten, wie kriegt man jetzt einen da durch. Also das war das Beste heute. Richtig lustig. Für mich war es auf jeden Fall heute wieder ganz gut feststellbar, was sie auch für eine Entwicklung an dem Tag gemacht haben. Also auch gerade die vielleicht ein bisschen ruhiger wirken, wie sie dann wirklich rauskommen und wie man auch noch merkt, dass auch die Gruppe wirklich zusammengewachsen ist. Das stellt man doch im Laufe des Tages ganz gut fest. Und am Anfang waren es zwei separate Gruppen und dann am Ende wurden wir eine große Gruppe wieder. Oh, wir mussten mit einer Dominokette einen Bewegungsmelder auslösen und Rakete hochschießen. Hat auch eigentlich fast alles ganz gut geklappt. Der Wind hat nicht so ganz mitgespielt. Und halt wirklich schauen, dass die zu dem und dem Zeitpunkt an der Ecke umfallen und da. Und dann war das eine echt coole Kettenreaktion. Die erste Woche war komplett anders, als, ja, als ich mir eine normale Ausbildung vorgestellt hätte. Es ist schon was anderes, als wenn man nur im Büro sitzt und sich so flüchtig kennt oder mal Hallo sagt. Ja, jetzt werden wir noch mit den Auszubildenden aus dem zweiten und dritten Lehrjahr zusammen grillen. Wir gehen dann alle, glaube ich, auch erleichtert nach Hause, weil wir wissen, okay, die Lamilux hat uns gut vorbereitet.